Die Schlagersterne hier auf Mallorca 2023 am 10. und 11. Mai, da ist es, findet es hier statt, auf der schönen Urlaubsinsel, präsentiert von keiner Geringeren als Andrea Kiebel. Hallo, hallo. Ja, das ist ja mitten im Fernsehgartensaison. Wie geht denn sowas? Der Fernsehgarten beginnt am Sonntag, dem 7. Mai. Dann fliege ich hierher, weil der 10. und der 11. Mai sind Mittwoch und Donnerstag. Clever. Dann nehme ich mir mal ganz kurz frei. Wobei, ehrlicherweise, wenn man sieht, wer hier auftritt, ist das sozusagen wie Fernsehgarten mitten in der Woche. Ja. Großartig. Und dann fliege ich zur zweiten Sendung. Dann geht's schon wieder rüber. Ja. Dann ist auch schon wieder Muttertag, ja? Genau, ja. Genau. Sehr schön. Ja, was hat dich bewogen, jetzt hier gleich Ja zu sagen, als du hier das Angebot gehört hast und bekommen hast? Als ich gefragt worden bin, war, ich saß in Tel Aviv in meiner Wohnung und es war, ich glaube, es war der Höhepunkt von allen Lockdowns dieser Welt. Und dann erreichte mich dieser Anruf und dann fragte ich so, worum geht's? Und dann sagte ein sehr charmanter Österreicher mit diesem österreichischen Akzent, nun ja, und dann machen wir Schlagersterne die Nacht im Colosseo Balear. Aha, wann denn? Anfang Mai, okay. Was bedeutet Schlagersterne? Und dann hat er so losgelegt und ich dachte so, mit wie vielen Leuten? Viele, viele, viele. Und ich dachte, wow, das möchte ich machen. Dann bin ich nicht mehr allein. Ich finde, wenn man mit der Welle schwimmt und da gute Ideen hat, das ist toll, aber das ist auch erwartbar. Aber wenn der Ozean ganz still ist, sein Surfbrett rausholt, weil er weiß, die nächste Welle kommt bestimmt, das nenne ich Optimismus. Ich bin Team Optimismus, ich liebe optimistische Menschen und ich glaube vor allem, dass diese Schlagerkünstler, Künstlerinnen und Künstler für 2 Nächte lang die Besucher dieses Colosseo wahnsinnig glücklich machen werden. Deswegen habe ich Ja gesagt. Sehr schön, ganz toll, freut mich, dass du da mit dabei bist. Und ich denke mal, die Zuschauer und die Gäste, die dann mitkommen, die wird es auch freuen. Ja. Wie wird es da für dich sein? Bist du da schon nah am Volk dran oder wie gehst du um damit? Ja, ehrlicherweise ist diese Location des Colosseo, ich kenne es von 2007, als ich für das ZDF dort mal 2 große Musikabendshow machen durfte, damals im Zusammenhang mit Wetten, dass. Das ist schon, das schüchtert einen schon ein. Das ist wie Fernsehgarten als Hexenkessel. Ich bin wahnsinnig aufgeregt, vorher immer auch im Fernsehgarten. Ich stehe immer hinter den Kulissen und denke, hätte ich doch mal was Richtiges gelernt. Und gehe dann raus und dann ist das so, ich sehe die Menschen, ich spüre den Applaus und dann ist es so zu Hause sein, gemeinsam sein. Und ich liebe Mallorca sehr, sehr, sehr. Ich habe viele, viele Sommer mit meiner Familie hier verbracht. Ich kenne die Insel, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich kenne die Insel wie meine Westentasche. Aber ich habe so meine kleinen Punkte, zu denen ich immer wieder zurückfahre. Ich bin ein großer Palma-Fan. Palma ist für mich immer so wie Havanna in den 50ern, obwohl ich es nicht kenne. Aber so stelle ich mir das vor. Ich finde die Gastfreundschaft der Mallorquiner überragend. Und ich finde Schlager und Mallorca, das ist wie Perfect Match. Mehr kann doch gar nicht sein. Das ist wie Currywurst mit Curry und noch die Pommes dazu. Ich fühle mich wahnsinnig geehrt und ich glaube, dass es 2 ganz besondere Nächte werden. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, für mich ist heute Mallorca, für mich Premiere. Ah? War noch nie da. Wie konnte das passieren? Ich weiß auch nicht. Da muss erst du hier so eine Sendung da oder beziehungsweise so eine Veranstaltung moderieren. Ne? Also, ich glaube, Mallorca braucht keine Werbung und auch keine Fürsprache von uns. Aber gerade jetzt die Off-Season ist sowas von romantisch und charmant und besonders. Aber auch der pralle Sommer, ich sage jetzt mal die Fernsehgärten, wo die Mallorca-Stars auftreten. Ich sage jetzt das böse Wort Ballermann und damit haben die Schlagersterne ja nichts zu tun. Dennoch, Mickey Krause, Tim Toupé, all die Künstler, Mia, Julia, wenn wir so eine Show im Fernsehgarten machen, das ist nicht nur die erste Sendung, die ausverkauft ist, sondern auch die Show mit der besten Stimmung und der besten Quote. Mallorca ist Lebensgefühl, Mallorca ist 5 gerade sein lassen, Mittelmeer, Spaß haben und für diesen Moment, wo man hier ist, ist alles in Ordnung. Ganz genau, ganz genau. Und leider,
das ganze Mallorca, wie du es jetzt gerade genannt hast, die Ballermann-Zeit, das wird jetzt alles ein bisschen übertragen aufs Oktoberfest. Ja. Oder bei uns auf dem Wasen. Ich komme ja aus Stuttgart, ne? Ja. Ja, also da hat man dann schon wieder die Partyschiene dann am Laufen. Ja, aber ich finde, also gerade in den letzten 2 Jahren hat man ja gemerkt, das Leben ist zu kurz für keine Party. Und ein zu stilles Leben ist eigentlich gar kein Leben, das ist sowieso Dornröschenschlaf. Ich bin lieber für eine Party zu viel, habe am nächsten Tag Kopfschmerzen, ärgere mich und nehme mir fest vor, ein bisschen kürzer zu treten, als diese nicht enden wollende Stille. Ich liebe Oktoberfest. Ich liebe mich verkleiden, ich liebe Trachten, ich liebe Mallorca-Partys. Ich, ehrlicherweise, ich war auch noch nie am Ballermann, aber ich verehre die Künstler. Ein Mickey Krause ist ein wunderbarer Künstler, ein sehr, sehr feiner Kollege, einer der klügsten Menschen, die ich kenne. Deswegen ist da mein Verhältnis ganz, ganz gut. Jetzt ein Titel noch, den, weiß jetzt nicht, ist er bei euch gelaufen im Fernsehgarten? Laila? Ja. Ja. Laila ist gelaufen in dieser tollen Show Mallorca versus Oktoberfest. Die Zuschauer waren begeistert. Ich lebe in Israel. Ich hatte vorher von dem Song nichts mitbekommen. Die Aufregung über diesen Song hat mich eingeholt wie so eine Welle. Wir haben dann als Team entschieden, wir haben die Künstler eingeladen. Wir machen jetzt keinen Rückzieher. Ich finde, wir haben das souverän gelöst. Und ich wünsche denen, die diesen Song performen oder sich ausgedacht haben, nur das Beste und viel Erfolg. Es muss jetzt nicht unbedingt mein Geschmack sein, aber der Fernsehgarten wird ja nicht für mich gemacht, sondern für die Zuschauer. Und es wurde getanzt und es wurde gesungen und es wurde gejubelt. Ich finde, wer etwas gegen gute Laune hat, da stimmt irgendwas nicht. Ich bin für gute Laune. Genau, wie heißt es so schön, böse Menschen haben keine Lieder. Ja. Wie sieht es jetzt noch aus, die Saison? Du hast noch eine Show live? Wir machen eigentlich noch zwei. Also jetzt am Sonntag ist die letzte live aus Mainz, wo wir sozusagen eine verlorene Wette, nicht wirklich eine verlorene Wette, eine Schuld einlösen. Denn in diesem Mallorca versus Oktoberfest Fernsehgarten war der Preis 30 Minuten on stage und Mallorca gewann. Weswegen die 4 Mallorca-Künstler, die damals gespielt haben, nochmal 30 Minuten Auftrittszeit in der letzten Show bekommen. Und das Motto dieser Show ist Best of Schlager meets Mallorca meets Final Show. Ben Zucker, Semino Rossi und dann eben Mickey Krause, Tim Topé sind da. Ich werde gewiss weinen, ich weiß das jetzt schon, obwohl ich auch nach so einer langen Saison wahnsinnig erschöpft bin, emotional. Das ist wirklich, noch nie habe ich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Lerchenberg, das war schon immer toll, aber jetzt in diesem ersten Sommer danach, so viel Liebe, so viel Begeisterung, es hat mich so berührt. Ich habe ja eh eine dünne Haut, aber das wirklich, ich stand sehr oft im Opening da und habe mit den Tränen gekämpft, ob dieses Applauses für mein Team, für diese Show, das macht unfassbar glücklich. Dann zieht die Fernsehgartenkarawane nach Erfurt, nach Thüringen. Und wir machen dort nochmal eine Sendung live am 2. Oktober, zeichnen 2 auf. Und dann war es das. Und dann sehen wir uns, so der ewige Will, zu Silvester am Brandenburger Tor. Genau, sehr schön. Also tolles Programm noch. Dir alles Gute für die Zukunft, dass alles weiterhin so läuft. Und einen Spruch, den kannst du vielleicht auch mal übernehmen. Liegen bleiben können sie im Winter. So sieht es nämlich aus. Und wobei auch der Winter hat schöne Tage. Ja, ja, definitiv. Aber im Sommer freut man sich dann wieder, wenn es losgeht. Ja. Ne? Danke, danke, danke. Also, dir alles Gute und vielleicht, wie gesagt, sehen wir uns wieder öfters im Fernsehgarten oder dann spätestens nächstes Jahr hier. So sieht's aus. 10. und 11. Mai 2023 im Colosseo Balear in Mallorca.